Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz besonders heute begrüßen zur Kranzniederlegung zum Gedenken an Graf Berlas. Graf Berlas, der in Oleana geboren wurde, kam im Jahr 1713 als enger Vertrauter von Kaiser Karl VI. Nach Wien. Im Jahr 1722 erwarb er den Waffenhof, der stand hier, in Biedermannsdorf und ließ anschließend eine neue Kirche und ein Schloss, den sogenannten Berlashof, erbauen. Er hat viel für Biedermannsdorf getan und er hat uns etwas gelehrt. Denn das Exil ist ein großes Unglück, es ist eine Tragödie. Aber es ist auch eine Chance, Brücken zu bauen. Das gegenseitige Verständnis, das gegenseitige Kennenlernen ist die Grundlage für Dialog. Für Dialog steht auch die katalanische Regierung, stehen wir auch in Wien mit unserer Delegation, weil wir es als Basis für das friedliche Miteinander verstehen. Und deswegen auch sind wir sehr, sehr geehrt und sehr glücklich für diese Courage, für das Interesse der Biedermannsdorfer, diese gemeinsame Verbindung zu ehren. Und in diesem Sinne, buona diada, e visca Catalunya.